Ein herzliches Hallo von mir an euch. Es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich glaube so 2, 3 Wochen. Mittlerweile gibt es die neuen Macmillan Maps und das Halloween Event. Ich glaube, das gab es, also die neuen Macmillan Maps gab es letztens, glaube ich, auch noch nicht. Und das Halloween Event gibt es erst seit 2 Tagen, glaube ich. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich bin so ein bisschen raus aus dem DBD-Game, dass ich weiß, wann genau was jetzt kam. Das ist übrigens eine sehr tolle Neuerung. Ich finde, das sieht mega schön aus, wenn die Gens blockiert sind. Und ich glaube, die Feuertonnen sind auch überarbeitet. Also DBD macht grafiktechnisch echt was her. Oh, der Killer scheint AFK zu sein. Aber egal, dann zeige ich euch trotzdem diese Folge, weil Halloween. Wir haben hier die Halloween-Generatoren. Ich glaube, es gibt da ein paar Bonus-Blutpunkte. Da hinten ist ein Halloween-Haken, oder? Weiß nicht, kann sein, dass es nur ein Anhänger ist, der aussieht wie ein Kürbis. Aber dann kann ich vielleicht sogar meine Archivaufgabe fertig bekommen. Dass ich Totems wegmachen muss. Ich glaube, 2 fehlen mir jetzt noch. Mal schauen. Ansonsten hat sich, glaube ich, nicht viel getan jetzt bei Dead by Daylight. Ich hatte ja gesagt, ich nehme auf, wenn ich Zeit habe, wenn ich Bock habe. Und jetzt gerade ist es so, dass ich hier allein am PC sitze, ein bisschen DVD spiele. Und dann dachte ich mir, warum nicht eine Aufnahme starten? Das kann ja nicht schaden. Ich geh mal gucken, ob hier drin. Ist auf jeden Fall eine Kiste. Ob hier auch ein Totem ist. Manchmal ist da irgendwo ein Totem. Schade, dass jetzt der Killer AFK ist. Andererseits, gegen Spirit spiele ich so ungern. Eigentlich ist es auch gut, dass sie AFK ist. Okay, ich glaube, hier ist kein Totem. Aber hier, ja, das ist so ein Event-Haken. Da stehen unten so ein paar Kürbisse. Warum ist... Ich glaube, das hier ist blockiert, weil die ganze Zeit durchgesprungen ist, oder? Aber dann dürfte es doch eigentlich nur für sie blockiert sein, nicht für alle. Ich weiß es nicht. Eigentlich wollte ich nach Totems gucken gehen. Das war mein Ziel. Hier in den Jungle Gyms können auch immer Totems sein. Oder in der Shack. Nein. Ich glaube, wir rennen alle hier hinten rum. Ich gehe mal auf die andere Seite dort hinten. Vielleicht gibt es da noch irgendwo ein Totem. Es gibt jetzt auf den Maps übrigens auch diese zerstörbaren Türen, Wände. Es ist ja durch das Grafik-Update werden die ja so generell noch ein bisschen überarbeitet. Ich habe auch das Gefühl, die sind teilweise noch kleiner geworden und noch weniger Paletten auf der Map. Aber unter anderem werden halt auch diese zerstörbaren Wände jetzt eingebaut. Also der Killer ist auf jeden Fall da, weil sie dreht sich. Das hier ist kein Nöt. Ich fürchte, mir fehlt da noch ein Totem. Ist hier ein Totem? Nein. Aber ich weiß nicht, wo ich noch gucken soll. Ich habe halt auch das Gefühl, dadurch, dass die Maps überarbeitet werden, werden auch teilweise die Totem-Spawns überarbeitet. Hier drin war ich eigentlich schon gucken. Es ist natürlich das Tor offen. Jetzt ist ein bisschen Zeitdruck dazu gekommen.
okay. Dann hole ich mir einfach nur noch Punkte fürs Tor. Und dann gehen wir raus. Dann war das eine kurze Runde und eine wenig ereignisreiche Runde. Aber ihr habt mal kurz die neue Macmillan-Map sehen können. Und das Halloween-Event. Ja, sie wurde noch gegravelt. Und jetzt hoffe ich nicht, dass hier Blutwächter am Start ist. Deswegen ganz schnell raus. Ich bin nämlich Blutwächter geschädigt und ich habe Angst vor diesem Perk, weil letztlich ja schon das Endgame begonnen hat und nicht, dass jetzt der Killer noch die Ausgänge blockiert. Ja. Schade. Ich weiß nicht, Killer wollte wahrscheinlich deranken, weil die ganze Zeit AFK... Ich kann nachvollziehen, dass der Killer jetzt am Ende gesagt hat, weißt du was, ihr trollt mich hier die ganze Zeit. Das habt ihr jetzt davon, dann kriege ich wenigstens noch einen Haken. Wobei ich glaube, die wird gar nicht aufgehangen. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Mir fehlt tatsächlich noch ein Totem für meine Archivaufgabe. Das schaffe ich aber in der nächsten Runde. Und ich verabschiede mich jetzt aus dieser Aufnahme und sage einfach bis zum nächsten Mal. Macht's gut!